Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge TippExhilf. Heute sind wir auf einem Account mit 121k Macht. Und ja, ihr seht hier schon in der Base einige Devo-Helden. Und ja, für diesen Machtbereich sind die Devo-Helden, die vorhanden sind, schon mal richtig gut. Also jetzt mal ganz im Ernst, du hast hier schon richtig gute Helden hier schon in der Base drin zu stehen. So, wir gucken uns natürlich erstmal so die Base an sich an. Also ist auf jeden Fall eine relativ normale Devbox halt, jetzt nichts Besonderes. Wenn du dazu nochmal bessere Base Designs haben möchtest, dann kann ich dir natürlich über Line nochmal ein paar Base Designs rüber schicken. Sonst auch, ja, alternativ gibt es da auch ziemlich gute Apps, die da auch, ja, gute Base Designs halt zeigen. Halt für die Wellen oder halt auch für die GK Dev. Durchaus auch wichtige, ja, Sache, dass du halt wirklich deine Base Design achtest, dass du denn da, ja, halt wirklich auch gut dabei bist. Dann habe ich hier schon gesehen, deine Heldenbasen sind schon alle gemaxt. Also das ist wirklich richtig gut. Unterschätzen nämlich viele, weil die die Heldenbasen, ja, je höher die gelevelt sind, je mehr Defensive hast du natürlich auch. Also das ist wirklich ziemlich gut, auch für diesen Machtbereich, Leute. Guckt mal oben links, er hat 121k Macht und hat da seine Heldenbasen gemaxt. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Und ja, hier die Magietürme, okay, die sind eigentlich auch schon ziemlich hoch, also die Höhe reicht auf jeden Fall. Rathaus Level 23. Wenn du Rathaus Level 24 hast, bekommst du ja nochmal 10 Mauern nochmal dazu. Dann kannst du dir nochmal ein paar bessere Base Designs bauen, aber ja, weiß ich nicht. Mit Rathaus Level 23 kriegst du auf jeden Fall auch schon gute Base Designs hin. So, soweit schon mal zum Base Design her, beziehungsweise ja, mit den ganzen Gebäuden, die man hochleveln kann. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ein bisschen auf die Helden drauf ein. Du hast mir auch geschrieben gehabt, dass du dich eher so auf Lava konzentriert hast. Ich denke mal, das wird so Lava 4 dann sein, eventuell auch Lava 3. Aber ich denke mal, Lava 4 wird das dann schon sein. Und ja, wir haben hier ganz vorne schon mal eine Kürbishexe. Die hat einen 9er Skill, ein 5er Erquicken mit drauf. Die sieht so richtig nice aus. Also kann ich auch nur so weiterempfehlen, 5er Erquicken auf der Kürbishexe. Muah. Unnormal gut, also wirklich. Viele spielen da ja auch eher so slow mit drauf oder halt ein Bollwerken achten. Klar kann man alles mit drauf spielen, aber wenn man kein 5er Quicken auf einem Account hat, würde ich die Kürbishexe auf jeden Fall immer mit einem 5er Quicken spielen als Haupttalent. Und dann als Rune, ja, kann man Wiederbeleben spielen. Oder wenn man halt nochmal bei Lava nochmal ein bisschen mehr Damage rausholen möchte, kann man hier natürlich auch noch ein Verlangsamen mit drauf spielen, ganz klar. So, hier noch mit deiner Axt mit drinne. Okay, Ausrüstung hast du auch schon gemacht ein bisschen. Ja, gut. Hier kann ich dir sogar empfehlen, mach einfach mal ein 150er Roll mit Gems. Dann kannst du hier nämlich auch durchaus gute 5er schon rausbekommen, mit ziemlich wenig Aufwand. Und ja, wenn du da halt schon 2 5er bekommen hast, dann bist du jetzt schon ein bisschen besser als jetzt schon. Kann ich dir auf jeden Fall auch so nur empfehlen. Kostet, weiß ich nicht, denn vielleicht 300 Gems, weil du dann vielleicht zweimal rollen musst. Summiert sich natürlich dann auch, wenn du es auf jedem Helden halt machst, aber lohnt sich auf jeden Fall. So, dann hast du hier noch einen Anubis, der hat einen 10er Skill. Ein 3er Bollwerk leider nur. Okay, hier kann ich dir auch nur so noch empfehlen, wenn du halt die Ehre zusammengespart hast, dass du hier ja relativ zeitnah auch einen 11er Skill halt mit drauf packst, weil ja der Anubis halt auch ziemlich wichtig ist und ja, natürlich vom Talent her, der muss natürlich irgendwie vielleicht ein Bollwerk mit drauf bekommen, Kriegsgott alternativ, halt irgendwie, ja, ein bisschen Talent, wo er halt ein bisschen mehr Damage macht, weil sein Grundangriff, ja, weiß ich nicht, ist nicht ganz so toll. Durchaus natürlich im oberen Bereich, aber ich finde immer, dass der meistens zu wenig Damage macht. Ohne Buffs, ohne alles, ja, macht er halt relativ wenig Damage. Dann hast du hier noch ein Steinhaut-Set mit drauf. Okay, kann man soweit drauf spielen. Ich würde dir empfehlen, da eher so ein bisschen auf Kriegsgott zu gehen. Also, dass du sozusagen von mir aus Bollwerk als Haupttalent hast und dann Kriegsgott als Rune von mir aus draufpacken. Was ich dir auch noch so empfehlen kann, dass du hier deine Runen zu Wappen umwandelst, damit du dann halt nochmal Zusatzeffekte bekommst.
Warte mal, ich kann das ja hier ganz kurz mal alles entfernen. Ich werde das auf jeden Fall jetzt nicht umwandeln oder so, aber ich kann dir das einfach mal zeigen, weil normalerweise müsste ja das eigentlich zeigen. Runen umwandeln. Ah, nee, zeigt er nicht, ne? Zeigt er leider nicht. Naja, auf jeden Fall bekommst du halt nochmal ein bisschen mehr Stats. Halt nochmal auf deine Runen bzw. auf deine Wappen. Ich sag mal so, am Anfang, da konnte ich mich auch nicht so wirklich, ja, weiß ich nicht, da war das für mich irgendwie vollkommener Quatsch, diese Runen zu Wappen umwandeln. Aber dadurch, dass du jetzt halt hier, habt ihr ja gerade gesehen, ich muss jede Rune einzeln, bumm, das einlegen. Und wenn du dann halt die wirklich als Wappen gemacht hast, kannst du ziemlich schnell deine ganzen Runen, beziehungsweise Wappen sind es ja dann, tauschen. Und ja, der große Vorteil, der natürlich auch dazu kommt, dass die Wappen bzw. die Runen halt hier in ein extra Lagerhaus-Slot mit reingehen. Und ja, dieser Lagerhaus-Slot, der ist unendlich und dieser halt nicht. Und ja, wie gesagt, dann kannst du hier nämlich hier auf jeden Fall eine ganze Menge Platz sparen. Hier sehe ich jetzt auch schon, du hast einen Vierer. Ah ne, hast du nicht ganz, aber hast auch schon fast einen Vierer. Streuungsset zusammen. Auch wenn du hier bei dem Verlangsamen einfach ein Dreier-Set hast, dann würde ich das auch als Wappen verschmieden. Also das kann ich dir nur so nahelegen, dass du das einfach mal machst. Dauert vielleicht 15 Minuten, dann bist du soweit durch mit deinen ganzen Runen und so. Und ja, wie gesagt, dann bekommt man halt nochmal ein paar Bonus-Stats auf die ganzen Sets halt. Dann haben wir. Nee. Ich wollte hier nochmal gucken, Ausrüstung hast du nämlich auch gemacht, genau. Hier hast du ihn auf Ausweichen, kann man auf jeden Fall so spielen, muss man aber nicht. Ich würde dir eher so empfehlen, so auf Damage zu gehen auf dem Manubis. Viele sagen zwar auch, man sollte so 1, 2 Ausweichen auf Manubis mit draufpacken. Kann man auf jeden Fall auch so machen, aber ich würde ihn eher so auf Damage und Genauigkeit spielen. Aber ich sag mal so, jeder spielt den Manubis ein bisschen anders, jeder hat andere Helden auf einem Account. Und darum ist es halt so wirklich sehr, sehr schwierig einzuschätzen, ja, was oder welches Talent oder welche Verstärkungen auf einem Account halt gut sind. Jeder Spieler spielt ja nun mal die Helden ein bisschen anders auch. Und ja, darum gibt es da halt auch ziemlich krasse Unterschiede. Aber sonst sieht der Anubis natürlich ziemlich nice aus. So, als nächstes haben wir noch eine Rose, die hat einen 11er Skill, ein 8er Steinhort mit drauf. Ja, die sieht natürlich so ziemlich nice aus. Bei mir sieht die auch so aus. Ich hatte damals sogar ein 8er Verbrennen auf der Rose mit drauf gehabt. Hatte ich auch schon ein paar Videos zu gemacht. Jetzt sagen wahrscheinlich einige, totaler Mist auf der Rose. Kann ich jetzt aber verneinen, weil ich habe sie nämlich damals auch getestet gehabt. Habe nicht so wirklich einen Unterschied zu, also zum Verbrennen. Von der Steinhaut halt, wie gesagt, das war für mich irgendwie fast genau das Gleiche. Manchmal ist mir sogar die Rose mit der Steinhaut schneller umgekippt. So habe ich die Erfahrung gemacht. Weil ich wollte nämlich mit dem Verbrennen erreichen auf der Rose, dass halt diese großen Kellen, wie zum Beispiel von einem SK, direkt zu Null gemacht werden. Weil das einzige Problem ist eigentlich, dass die Rose manchmal geinsettet wird von irgendwelchen Angriffen von den Gegnern. So wie zum Beispiel, wenn Ela auslöst, ist die Rose auch direkt eigentlich tot. Da brauchst du bloß, oder braucht der Ele bloß zweimal raufprocken und schon ist sie tot. Und beim Verbrennen ist halt eine 50%ige Chance, dass sie halt gar keinen Schaden bekommt. Und darum finde ich halt dieses Verbrennen auf der Rose ziemlich gut. Zudem kommt natürlich auch, dass die Rose mit der Steinhaut nicht unbedingt so gut skaliert, weil sie hat nämlich ziemlich wenig Leben, also Grundleben. Und die Steinhaut skaliert ja mit dem Leben von der Rose halt. Und wenn du halt ein Verbrennen mit drauf hast, das skaliert ja im Grunde genommen eigentlich nicht so wirklich mit dem Leben, weil entweder bekommt sie null Schaden oder sie bekommt halt den vollen Schaden. Und ja, darum finde ich halt dieses Verbrennen ziemlich nice auf der Rose. Der große Nachteil ist natürlich, dass das Verbrennen nur eine 50%ige Chance hat, überhaupt auszulösen und dass es auch eine Abklingzeit hat. Ich glaube, das sind 2 bis 3 Sekunden Abklingzeit. Mit diesem Talent halt. Ja, aber ich habe trotzdem sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Verbrennen auf der Rose.
Muss ich jetzt ganz ehrlich so sagen. Ja. Also wenn einige von euch einfach mal ein 5er Verbrennen ziehen sollten, dann kann man durchaus das auf der Rose spielen, wenn man da halt keine Steinhaut bekommt oder irgendwelche anderen defensive Talente bekommt. Hier hast du nochmal ein Flammenwache-Set mit drauf. Ja. Wenn du die Rose bei Lava natürlich noch mitnimmst, denke ich mal, wirst du machen. Dann ist hier natürlich ein Verlangsamen um einiges besser. Aber wenn du natürlich so GK-Dev-mäßig so die Rose mitnimmst, oder halt, wenn du bei den Wellen noch weiterkommen möchtest, ist natürlich hier auf jeden Fall ein Verbrennen ziemlich gut drauf. Viktors Abzeichen, damit sie nochmal ein bisschen mehr aushält, kann man auf jeden Fall so spielen. Dann hast du noch Siegesrausch drauf, dass sie noch mehr Damage macht. Hier zwei Talents, nicht unbedingt so gut, finde ich. Also da kann man auf jeden Fall andere Talente mit drauf spielen. Ich denke mal, da stimmt ihr mir aber alle zu, weil Angriff erhöhen, das soll sie eigentlich nicht unbedingt. Sie soll eher so ein bisschen mehr aushalten können. Genau das gleiche in Grün, hier bei den Verstärkungen. Angriff würde ich verrollen, da würde ich dann eher wirklich komplett so auf Ausweichen gehen. Das würde ich machen. Oder du gehst halt hier wirklich komplett auf Leben. Kannst du natürlich auch machen, aber ich würde eher so Ausweichen bevorzugen. So, dann haben wir als nächstes den Walla Walla. Der hat einen 9er Skill, einen 5er Quicken mit drauf. Ja, 5er Quicken auf den Walla Walla ist natürlich für PvP-Modis ziemlich gut. Dadurch, dass ich aber den Walla Walla eher so in, ja, PvE-Modis sehe, finde ich halt ein Quicken nicht ganz so optimal drauf. Weil da möchte man normalerweise eher so ein bisschen defensive Talente drauf spielen, dass halt der Walla Walla wirklich auch überlebt. Und ja, vom Skill her kann ich dir auch nur so weiterempfehlen, dass du den vielleicht als nächstes sogar maxen solltest. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Höhe von den anderen Helden oder die Skillhöhe von den anderen Helden sind. Die hier vorne waren soweit in Ordnung. Ja gut, die waren ja fast gemaxt. Naja, auf jeden Fall, wenn hier mal ein defensives Talent kommen sollte, kann ich dir eigentlich nur so weiterempfehlen. Pack da ein defensives Talent mit drauf. Du kannst natürlich Steinhaut mit drauf spielen, Heiliges Licht, dann Flammenwache. Ja, was gibt's sonst noch? So, verbrennen nicht unbedingt. ja, weiß ich nicht. Das sind eigentlich so die Talente, die man da eigentlich drauf spielen möchte. Obwohl, weil man so viel Leben hat er eigentlich auch nicht, ne? Also würde da eigentlich auch ein Verbrennen Sinn machen, ne? Jetzt sagen wahrscheinlich viele: Oh Mann, ey, was erzählt der für einen Scheiß? Aber überlegt mal genau. Also ein Verbrennen spielt man ja normalerweise nur auf dem Ronin. Und ja klar, in der Zeit, wo er halt unsichtbar ist, da ist natürlich die Abklingzeit oder da wirkt halt die Abklingzeit von dem Verbrennen. Das ist ganz klar. Das ist mir schon bewusst. Aber wenn man halt die fetten Kellen abfangen möchte, dann kann man das mit dem Verbrennen wirklich sehr, sehr gut machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Macht da eher so andere Talente drauf als Verbrennen. Aber wenn Verbrennen kommen sollte, weiß ich nicht, denn ja, wenn du einen Ronin hast, dann pack's einfach damit drauf und dann ist gut. So, ja, gut. Alternativ könnte ich mir auch hier auch ein gut, ja, ein 5er regenerieren gut vorstellen, dass er halt einfach, ja, mehr Heilung reinbekommt und dass er halt, die Energie schneller aufgefüllt bekommt, wenn er halt angegriffen wird. Ich denke mal, das ist durchaus auch ein ziemlich gutes Talent auf dem. So, dann haben wir noch einen Sasquatch, der hat einen 7er Skill, einen 4er Hartnäckigkeit mit drauf. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein ziemlich, wichtiger Held, den solltest du auch zeitnah vom Skill her hochziehen. Schade, dass hier halt, ja, nur eine 4er Hartnäckigkeit mit drauf ist, aber ich weiß ganz genau, dass halt, ja, du hast ja geschrieben, dass der Account relativ free to play ist. Du hast das halt dein Kumpel da mal was gekauft hatte oder dein Bekannter oder wie auch immer, der hat da mal ein bisschen was gecashed für dich, aber du hast halt dort noch nichts ausgegeben. Du hast, glaube ich, den Geistmagier auf diesem Account, Mino hast du noch nicht, also. Das hält sich alles noch in Grenzen hier, was hier gecached wurde. Und ja, wie gesagt, der hat einen 7er Skill, ein 4er Hartnäckigkeit mit drauf. Dann natürlich hier nochmal Wiederbeleben mit drauf. Könnte man natürlich auch alternativ hier mit einem Quick-Set mit drauf spielen. Ziemlich gut, auch für PvP-Modis. Auch wenn du halt Lava spielst, wenn er direkt auslöst. Boah, unnormal gut, also wirklich beim besten Willen.
Nur so schaffe ich eigentlich auch Lava 4 mit meiner neuen Gruppe, weil wir haben nämlich zweimal einen Sasquatch mit, ja, mit einem Fünfer quicken. Der eine ist halt bei der anderen Seite und der andere bei der anderen, also einer links, Quatsch, rechts oben und der andere ist rechts unten. Und ja, so werden natürlich alle Gegner gestunt und oder eingefroren ist es ja in diesem Falle. Und darum ist der Start halt auch ziemlich einfach. So, da hast du noch eine Hüterin, die hat einen 10er Skill, einen 5er Hartnäckigkeit mit drauf. Würde ich dir nicht empfehlen, hochzuziehen auf der Hüterin. Obwohl, wenn ich mal so drüber nachdenke, Hartnäckigkeit auf der Hüterin, sie skaliert halt überhaupt nicht mit der Hartnäckigkeit. Das ist halt das Problem, weil sie hat nämlich ziemlich wenig Grundangriff. Darum spielt man normalerweise da auch wirklich bloß Damage-Talente. Also das würde ich dir nicht empfehlen, hochzuziehen. Warte da wirklich auf ein Damage-Talent und dann pack das da mit drauf und dann bist du da wirklich auch vollkommen zufrieden mit der. Bollwerk-Set mit drauf, auch hier genau natürlich, dass du das einfach mal in einen Wappen umwandelst, weil du halt dann mehr Grundstats bekommst. Dann natürlich noch mit einer Axt mit drinne, weil sie dann mehr Damage macht. Energieentzug, ein Fünfer. Oh. Auch ziemlich gut. Hier bei den Verstärkungen würde ich dir nicht unbedingt empfehlen, Ausweichen zu spielen. Spiel da eher so Damage und Genauigkeit. Ja, bei Ausweichen weiß ich nicht. Sie hat sowieso ein Damage Cap von 18.000 pro Hit, was sie bekommen kann. Und ja, weiß ich nicht. Macht nicht ganz so viel Sinn, finde ich. So, als nächstes haben wir noch einen richtig schönen Gargoyle. Der hat einen 10er Skill, ein 8er Bollwerk mit drauf. Dann hier noch ein fast ein 4er Set, okay, als Erquicken. Denke ich mal, wirst du für Lava ganz gut gebrauchen können, weil es ist nämlich unnormal gut, wenn er halt relativ schnell auslöst und deine Helden halt heilt. Also da kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Habe ich da bei den Verstärkungen schon reingeguckt? Ja, genau, hatte ich reingeguckt. Ja, beim Sasquatch hatte ich da reingeguckt. Ich glaube nämlich nicht. Nee, da hast du auch noch nichts gemacht. Da kann ich dir auch wirklich nur so weiterempfehlen. Mach einfach mal einen 150er Roll bei den Verstärkungen, weil meistens hast du denn schon richtig gute ja, Verstärkungen halt mit drauf, auch wirklich, ne? Also das ist wirklich ziemlich schnell gemacht und kostet auch nicht viel. Das kann ich auch wirklich nur jedem so weiterempfehlen. Auch hier genau das gleiche in Grün. Hier kannst du einfach nochmal, ja, weiß ich nicht, wenn du die 1000 Gems ausgibst für deine Top-Helden vorne, dann reicht das vollkommen aus. Erstmal, sag ich mal so. Und ja, dann wirst du auf jeden Fall auch den Unterschied merken. So, dann hast du hier noch einen Schädelkrieger, der hat einen 9er Skill, 3er Streuung mit drauf. Steinhorn-Set mit drauf. Würde ich jetzt nicht unbedingt so mit drauf spielen, weil, wenn er nämlich seinen Skill auslöst, dann hat er sowieso einen Damage Cap. Also hier würde ich dir eher so empfehlen, Lebensentzug mit drauf zu spielen. Tödlicher Treffer kann man damit drauf spielen. Ja, Damage und Leben von mir aus, aber nicht Steinhaut. Das ist eher so ein Talent, was man nicht unbedingt, oder eine Rune, was man da nicht so unbedingt drauf spielen möchte. Man kann da sogar Verlangsamen mit drauf spielen. Ja, das sind so eher so die Talente damit, die man da drauf spielt. So, hier hast du ein paar Verstärkungen schon mal gemacht. Ja, so würde ich ihn auch erstmal so lassen. Da brauchst du erstmal nicht weitermachen, weil SK ist nicht unbedingt ein Top-Held, den man sofort anfassen muss. Ich glaube, ich habe den PD vergessen. Der sieht so richtig nice aus. Der hat einen 10er Skill, einen 5er Erquicken. Und ja, der hat ein Bersi-Set mit drauf. Ab einem 4er Bersi-Set macht es eigentlich erst so richtig Sinn, ja, das da drauf zu spielen. Davor würde ich dir eher so empfehlen, dass du da wirklich auch hier Wiederbeleben einfach mit drauf spielst. Das reicht normalerweise auch. Aber ja, du wirst dir da schon irgendwas bei gedacht haben. Ja, sonst spielt man normalerweise im Bersi-Set auch wirklich gar nicht, nirgendwo drauf. Okay, du hast hier natürlich jetzt noch hier zwei Talent, dass dann nochmal die Angriffsgeschwindigkeit erhöht wird. Dann macht es natürlich Sinn, hier ein Bersi-Set mit drauf zu spielen. Weil, ja, weil diese beiden zusammenwirken natürlich, dass er dann halt auf dem statt ein 1000er Speed auf dem 800er Speed direkt kommt. Dadurch, dass er halt noch ein Erquicken hat, bekommt er nochmal einen Speed-Bonus. Also, ich denke mal, das wird schon soweit in Ordnung gehen. Darum nehme ich das natürlich wieder zurück. Also, Bersi-Set kann man, wenn man diese Konstellation hat, natürlich ziemlich gut darauf spielen. So, dann haben wir einen SK, den haben wir uns schon angeguckt. Dann haben wir noch einen Piraten, der hat einen 10er-Skill
Oha, 10er Skill auf dem Piraten. Da hatte ich eher so dir empfohlen, dass du halt den Walla Walla vorgezogen hättest oder den Sasquatch. Aber ich gehe ganz stark davon aus, als du den Kapitän so hochgezogen hast, dass du diese beiden Helden noch nicht hattest. Ja, ich gehe mal ganz stark davon aus halt. So, was ich jetzt auch gerade so interessant finde von den Einmeißelungsstufen. Okay, ja, die wichtigen Helden hast du gemaxt. Okay, gut, das wollte ich auch nochmal kurz auf den Grund gehen. So, hier haben wir bei dem Kapitän Life Drain Set, kann man auf jeden Fall auch so spielen. Dann natürlich noch im Kelch des Lebens. Ja, kann man so drauf spielen, dass er nochmal ein bisschen mehr Leben hat, klar. Hier hast du auch noch nicht so wirklich was gemacht. Wie gesagt, mach einfach mal meinen 150er Roll bei denen und dann bekommst du eigentlich normalerweise mein 5er Talent mit drauf. Lady Boom, die hat einen 9er Skill, 5er Kriegsgott mit drauf. Ja, auf der Lady Boom finde ich eher so, weil das eine PvP-Heldin ist, finde ich auf jeden Fall ein Erquicken besser. Jetzt sagen wahrscheinlich einige wieder, nee. Aber ich sag mal so, ich finde besser, wenn die Lady Boom halt direkt auslöst und direkt halt diese Streuung mit auf die gegnerischen Helden mit draufpackt. Dass die halt so ein bisschen als Support-Held dient. Aber ja, Kriegsgott, na klar, sie macht natürlich mehr Damage, dann muss man aber hier auch irgendwie so ein bisschen Erquicken mit drauf haben. Und das hat man so als fast Free-to-Play-Spieler nicht auf einem Account. Also du hast hier gerade mal ein 3er-Set, habe ich gesehen. Im Moment, ich denke mal, du wirst auch bloß ein 3er-Set haben auf diesem Account. Und ja, gut, dann haben wir hier noch einen Schnitter, der hat einen 9er-Skill, okay. Ja, jetzt gehe ich mal noch ein bisschen schneller hier durch. Oh, warte mal, der Phantomkönig, der sieht auch nochmal richtig nice aus. Ja gut, flat und nicht unbedingt so besonders. Rudolf, den habe ich wieder ein bisschen zu schätzen gelernt. Ihr wisst ja, auf meinem Hauptaccount hatte ich ja auch einen Rudolf mal hochgezogen gehabt, extra für die Dungeons. Da habe ich aber den Mino auch gehabt. Und die Kombination Rudolf mit Mino klappt überhaupt nicht. Kann ich ganz klar davon abraten, entweder Mino oder entweder Rudolf und beide zusammen, weiß ich nicht, die kommen sich bloß ins Gehege und das macht nicht ganz so viel Spaß. Ja, darum kann man drüber nachdenken, ob man den Rudolf hochzieht für die Dungeons. Ich würde dir aber eher so empfehlen, Thunder Boom hochzuziehen für die Dungeons, weil seine Procs natürlich in meinen Augen um einiges besser sind. So, Grimfiend, der hat einen 7er Skill, 5er Kriegsgott. Also du hast hier, ach du Scheiße, du hast auch noch einen Michael. Der ist relativ weit hinten. Den würde ich dir auch empfehlen, noch zeitnah hochzuziehen, vom Level her einfach. Da bist du auch gerade dabei. Also ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Entscheidung, weil du brauchst nämlich den Michael auf jeden Fall für die Wellen. Weil wenn du nämlich bei den Wellen, ich weiß nicht genau, wo du jetzt gerade stehst, gucken wir uns nachher auch gleich nochmal an. Ja, wie gesagt, da brauchst du halt unbedingt den Michael. Und wenn du den Michael nicht hast, dann hast du da eigentlich schon so gut wie verloren, weil der PD, der kippt einfach zu schnell. Und du brauchst einfach irgendwie einen Buffer mit in deinem Team. Klar, du hast auch einen Walla Walla, der bufft natürlich auch, aber so ein bisschen die Angriffsgeschwindigkeit sollte eigentlich auch so ein bisschen gebufft werden. Das macht halt auch der Michael. So, als nächstes haben wir noch einen Druiden, für den World Boss durchaus nicht schlecht. Ja gut, das ist natürlich für den World Boss noch ein bisschen zu low, ganz klar. Genauso wie die Calypso, ja, das sind so Helden, die man nicht unbedingt braucht. Hier vielleicht nochmal erwähnenswert, der Baum halt. Für mehr Quicken? Ne, 4er Hartnäckigkeit. Schade, hätte ja sein können, dass ich dir da vielleicht irgendwie mal ein nices Talent holen kann. Ja, also für den Baum, da braucht man normalerweise eigentlich einen 5er Quicken. Ich weiß nicht, ob du den bei Lava mitnimmst, ich denke mal nicht. Ich denke mal, das werden deine Teamkameraden stellen. So, Medusa, die sieht natürlich auch so ziemlich nice aus. Vor allem für die PvP-Modis, du willst halt eigentlich bloß, dass der Skill auslöst, dass halt die Energie ein bisschen entzogen wird, dass die Gegner versteinert werden. Und ja, da wirst du dann auf jeden Fall auch merken, ja, die macht durchaus auch Spaß, die muss man auch nicht mal relativ hoch leveln, so reicht sie eigentlich auch erstmal. Du hast ja hier Michael als deine Nummer 1, die du auf jeden Fall fokussieren solltest im Moment. Und ja, so, dann hast du hier noch einen Eros, der hat einen 4er Skill, 4er Quicken.
Vom Erquicken her reicht es sogar schon, vom Skill her natürlich überhaupt nicht. Der muss mindestens auf einen 9er Skill, auch in deinem Machtbereich ist das eigentlich normalerweise drin. Also da solltest du dich vom Skill her relativ zeitnah einfach mit ransetzen. Vom Level her, ja weiß ich nicht, da kannst du den Non-Evo Level 180 leveln und dann reicht er für die Dungeons. Also wirklich, wenn du den auf 9er Skill gezogen hast, den Eros, dann brauchst du den ganz, ganz lange nicht mehr anfassen. Bloß dann nachher, wenn du dann ab dem 7er Meister Dungeon, da brauchst du doch schon einen Eros mit einem 10er Skill. Aber alle Dungeons, die davor sind, die kannst du alle mit einem Eros mit einem 9er Skill schaffen. Habe ich zumindest auch so auf meinem zweiten Account so geschafft. Dort die restlichen Helden, die hast du nämlich auf deinem Account für die Dungeons. Weil du hast nämlich einen Gargoyle, du hast einen Walla Walla, du hast eine Hüterin, die übelst viel wegtankt vorne. Du hast einen Anubis, du hast einen richtig guten Erquicken-PD, was übrigens top in den Dungeons ist. Wirklich top, top, top. Also, wenn ihr einen Kürbis habt mit einem 5er Erquicken, der ist zwar in den Wellen ziemlich schlecht, aber sonst in allen anderen Spielmodis, im PvP-Modis, ist der PD mit einem 5er Erquicken unnormal gut. Dann ist natürlich, wenn du Lava machst, generell, wenn du auf jedem Helden Erquicken hast, ist es natürlich ziemlich gut bei Lava. Denn, welchen Spielmodus noch? Generell PvP-Modus hatte ich schon gesagt gehabt. Der einzige Nachteil ist natürlich, dass bei den Wellen, ja, der PD im Grunde genommen talentlos ist. Das ist dann eigentlich nur der große Nachteil. Oder wenn du CS4 machst oder generell Chaos-Schlucht oder irgendwie sowas, dann ist natürlich auch ein PD mit einem 5er Quicken im Nachteil. Aber das sind zwei Spielmodis, die man, weiß ich nicht, denn dadurch schlechter spielen kann. Aber naja, gut, dann haben wir als nächstes einen Thunder Boom, den ich dir ja schon empfohlen habe, hochzuziehen für die Dungeons. Der hat jetzt übrigens auch noch als Zweitalent einfach noch ein 3er tödlicher Treffer, habe ich dir einfach nochmal geholt. Braucht man zwar nicht so unbedingt, aber hey. Geistmagier kann man auch überlegen, ob man den hochzieht für die Dungeons. Also der ist nicht unbedingt schlecht. Besonders, weil du hast ja auch einen PD mit einem 5er Quicken, dadurch kommen die halt alle relativ schnell zum auf Speed. Und wenn dir manchmal auch ein bisschen Damage fehlt, dann kann man drüber nachdenken, ob man den Geistmagier mitnimmt. Weil der pockt natürlich unnormal schnell auch die gegnerischen Gebäude einfach tot. Und ja, darum eigentlich durchaus noch ein guter Held für die Dungeons. So, Druiden ist nicht mehr ganz so interessant. Hier hast du nochmal einen PD. Würde ich dir jetzt eigentlich nicht so unbedingt hoch, also nicht unbedingt empfehlen hochzuziehen, weil du hast hier nämlich vorne einen PD, da kann man, wenn man nochmal einen Bersi zieht, das einfach damit draufpacken, weil einen Bersi spielst du sonst auf keinem anderen Helden außer einen Kürbis. Und ja, ihr habt ja im letzten Video schon gesehen, wo ich den Kürbis vorgestellt hatte, wo ich das 8er Regenerieren gezeigt habe. 8er Bersi auf dem PD ist auch nicht mehr so wirklich das Wahre. Da gibt es auch schon bessere Talente. Nur mal so kurz am Rande gesagt, also lass den auf jeden Fall da unten, wo er jetzt gerade ist. Mach ein anderes Projekt, max das andere Projekt und dann ist gut. Du hast hier sowieso auch ziemlich viele 5er Berserker einfach mit drauf auf diesem Account. So, ja. Dann sieht das ja soweit. Oh, du hast hier sogar noch eine Kirina. Die hast du anscheinend relativ neu noch auf diesem Account. Ja, die kannst du erstmal noch relativ weit unten lassen. Kirina finde ich eigentlich nur als Kombination ziemlich nice, wenn du halt irgendeinen Helden mit in die gegnerische Base mit reinpackst. Dann setzt du die Kirina hin, dann bufft die deinen Helden halt um 100% also 100% mehr Angriff macht. Aber sonst, normalerweise eigentlich bloß als Kombination mit einem Mino richtig gut. Was anderes, ja, weiß ich nicht. Das ist nicht unbedingt so toll. So, dann hast du hier nochmal ein paar Garni-Helden rumzufliegen. Die sind hier auf deinem Account noch nicht ganz so hoch. Da kann ich hier vielleicht auch nochmal ein bisschen empfehlen, dass du die ein bisschen höher ziehst, damit du halt für die Wellen ein bisschen besser gerüstet bist. Weil ein 3er Garni kriegt man ziemlich schnell hin.
Du musst sie vielleicht auf Level 140 leveln, also vom Level her kriegst du die relativ schnell hoch, auch mit den Büchern. Und dann vom Skill her, weiß ich nicht, auf 15 oder so. Und dann bist du da erstmal durch. Und das kostet auch nicht unbedingt viel. Das ist relativ schnell auch gemacht. So, dann holen wir dir erstmal hier irgendwie einen Anubis ab. Alles klar. Mensch, das Video dauert mal wieder richtig lange. Ja, ich mache halt jetzt einfach mal ein etwas ausführlicheres Video, weil sich ein Kandidat beschwert hat, dass ich beim letzten Tipp-Ex-Hilf-Video halt ja nicht so wirklich Tipps gegeben habe, aber das ist einfach aufgrund dessen, weil ich seinen Account halt schon im Livestream schon angeschaut habe und er weiß im Grunde genommen eigentlich auch schon, was er zu tun hat. Und ja, er kann mich halt auch jedes Mal fragen, weil er halt auch mit in meiner Gilde mit drin ist und da ist das alles so ein bisschen anders. So, das wollte ich auch bloß nochmal erwähnt haben. Nicht, dass der jetzt hier wieder reinschreibt, Mensch, jetzt machst du ja aber ein richtig langes Video und erzählst bloß Scheiße. Also, das fand ich eigentlich auch nicht so toll, dass er da nur negativ war in den Kommentaren. Fand ich zumindest. Naja, ist ja auch egal, ich will ja nicht weiter drauf eingehen. Das hat mich diesen Abend echt geärgert gehabt. Und, ja. Naja, egal. Auf jeden Fall ist der Liebe hier bei AE. AE geschafft. Ist auf jeden Fall nicht schlecht mit diesem Team, weil für AF fehlt hier der der Michael, genau, weil dann für AF, da musst du nämlich auf jeden Fall den PD mit rausnehmen, also den brauchst du da gar nicht erst mitnehmen und dafür nimmst du nämlich den Michael dann mit und dann läuft die ganze Geschichte auch. Base Designs her kriegst du eigentlich auch überall her, also ich glaube, ich habe sogar auch ein Video zu AF gemacht, Video zu AG habe ich auch schon gemacht gehabt. Also wenn du dann noch irgendwelche Tipps brauchst oder so für die Wellen, dann kannst du mich auch gerne nochmal anschreiben. Ja, weil das Video wird sonst doch schon ziemlich lang, weil ich muss das ja auch noch rendern und alles. So, Heldenproben. Okay, da hast du L20, also bis L20 bist du sogar. Ich denke mal, da wirst du L17 immer machen mit deiner Base hier. Das sollte eigentlich bei dir drin sein. So. Meister Dungeons, ich habe nicht nachgeguckt, ich überlege mal ganz kurz, wo du vielleicht sein könntest. Meister Dungeon, 15er wirst du auf jeden Fall geschafft haben. 15er ist auf jeden Fall drin, ich denke mal, du wirst bei dem Meister Dungeon 6 sein. Oh, nee, Meister Dungeon 5 hängst du noch. Okay. Hm, ja, vielleicht passt deine Dropweise nicht. Vielleicht hast du nicht unbedingt die Helden, mit denen man normalerweise so wirklich mitnimmt. Also normalerweise nimmt man da auf jeden Fall den Anubis mit. Dann natürlich die Hüterin, die tankt unnormal viel weg. Sasquatch würde ich gar nicht so wirklich empfehlen, weil der macht nämlich die ganzen Gebäude kaputt, die in der Nähe sind bei dir. Dann natürlich auf jeden Fall den Walla Walla, den Gargoyle, der muss auf jeden Fall dabei sein. PD, ich meine ganz klar muss der PD dabei sein. Und was ich dir halt für die Dungeon auch noch empfehlen muss, ist halt auch wirklich der Eros. Wenn du den Eros soweit gemaxt hast, auf dem 9er, also wenn du den auf dem 7er Skill hast, dann kannst du da schon so langsam wieder weiter versuchen. Davor würde ich das nicht empfehlen. Ich denke mal, Meister Dungeon 5, 10er ist auf jeden Fall drin, wenn du den Eros nur auf dem 7er Skill ziehst und dann auch den natürlich mitnimmst. Ne? Wenn du den natürlich nicht mitnimmst, macht das natürlich nicht ganz so viel Sinn. Also wie gesagt, Anubis, Walla Walla, Gargoyle, Hüterin, dann den PD und dann halt den Eros. Das sind dann halt deine 6 Helden, die du dann halt mitnimmst. Tanken würde ich mit dem Anubis, damit er halt relativ schnell zum Proc kommt. Und ja, dann macht normalerweise die Hüterin eigentlich den Rest mit dem Tanken. Der PD wird wahrscheinlich relativ oft immer kippen, aber es ist egal. Du willst eigentlich bloß so die ersten 2-3 Buffs haben und dann läuft es normalerweise immer ganz von alleine. Manchmal überlebt er sogar auch. Und ja. Jo, dann haben wir das auch schon gemacht. Mensch, das Video wird auch wieder 1000 Jahre alt. So, was natürlich nochmal ziemlich wichtig ist, hier bei den Pets. Die hast du vom Level her noch nicht so wirklich angefasst. Das ist natürlich auch nochmal eine Baustelle, da wo du vielleicht nochmal überlegen solltest, die einfach mal anzufangen. Hier vorne nämlich die Mini-Angie. Die würde ich dir auch noch empfehlen, einfach ein bisschen hochzuziehen. Die ist auch ziemlich wichtig halt. Wenn du dann nachher irgendwann die Dungeons machen solltest,
dann würde ich dir empfehlen, die Mini-Angie und den Babelofisch auf den Helden draufzupacken, der am meisten Damage macht. Ich denke mal, das weißt du ja, wie du das herausfindest. Ganz einfach, du gehst hier vorne bei den Helden mit rein, klickst damit drauf. Zum Beispiel siehst du, Anubis macht nicht unbedingt ganz so viel Damage. Rose vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr. Walla Walla würde zum Beispiel in Frage kommen, da so ein Healpad mit drauf zu packen. Und halt die Hüterin, das wären in meinen Augen so die beiden Helden. Du könntest sogar auf den PD mit drauf packen. Siehst ja, der hat richtig viel Angriff. Also das sind auch so die Helden, die man da auf jeden Fall hochziehen oder beziehungsweise die man da, auf die man das Pad draufpacken sollte. Mensch, jetzt wollte ich wieder irgendwas komplett anderes sagen. So, dann leveln wir erstmal hier diesen Wirbelsturm hoch, damit du nochmal ein bisschen mehr Macht dazu gewonnen oder dazu bekommst. Ja, hier kann ich dir natürlich so weiterempfehlen, einfach mal die Zauber so langsam hochzuziehen, damit du dann halt ein bisschen mehr Macht noch regenerierst, weil jeder weiß, je mehr Macht man hat, je mehr Ressourcen bekommt man. Klar, im Low-Machtbereich macht es natürlich um einiges mehr Spaß, wenn man ja Devo-Helden halt hat, die soweit eigentlich gemaxt sind, und wenn man halt in PvP-Modis gegen Gegner kämpfen muss, die Evo-Helden los haben, dann macht das ganz normal richtig viel Spaß. So, verschollenes Reich haben wir auch noch. Also das wird ein richtig langes Video. Ich hoffe, dass, ja, findest du nicht so schlimm, dass das Video vielleicht ein bisschen länger geworden ist. Darum bin ich halt ein bisschen mehr halt nochmal auf deine Helden drauf eingegangen. Weil, ja, ich wollte das halt diesmal ein bisschen besser machen, wie beim letzten Mal. Weil da habe ich nun wirklich nicht unbedingt so extrem drauf eingegangen, was halt wie noch gemacht werden muss. Da sind die Tipps wirklich auf der Strecke geblieben. Das muss ich auch ganz ehrlich so zugeben. Das war eher so ein Account-Vorstellungsvideo. Naja, aber ich wollte das Video halt auch nicht so lang machen, weil ich da, weil es war schon ganz schön spät auch wieder an dem Tag und ja, ist ja auch egal. Was wollen wir uns noch angucken? Lagerhaus. Lagerhaus ist immer auch nochmal ziemlich wichtig. Hier hast du nämlich nochmal ein paar Ruhmpunkte rumzufliegen. Also ist auf jeden Fall einer, der zuerst halt die Helden auf Level 200 levelt und sie dann erst auf Evo bzw. Devo zieht. Kann ich dir auch nur so weiterempfehlen, dass du das so weiterhin machst. Außer natürlich, wenn du irgendwann Ressourcen im Überfluss hast, dann kannst du natürlich den, wenn du neuen Helden bekommst, den halt direkt maxen. Das ist ganz klar. So, ja, hier haben wir halt noch so ein bisschen Krimskrams rumzufliegen. Labyrinthkisten hast du ja auch noch rumzufliegen. Warum machst du die nicht auf, sag ich mal so, sammelst du die? Und hier hast du diese Geschenkkisten. Hast du hier schon die ganzen Skins gekauft? Nee. Also hier kann ich dir auch nur so weiterempfehlen, dass du dir den Schöpfungsskin einfach noch holst, weil ich meine, der ist free to play, 7 Tage hast du noch Zeit. Also kann ich dir auch nur so weiterempfehlen. Auch hier dieses Wappen, also diese Wappenrune, würde ich dir ja sehr nahelegen, dass du das auch holst, weil ich glaube nämlich nicht, dass du in naher Zukunft dieses, ja, diese, das halt bekommst. Ich meine, klar, du brauchst 2 Fünfer Talente oder 2 Fünfer Runensets, damit man halt einen Sechser machen kann. Das ist mir vollkommen klar. Aber du kannst halt auch aus dieser einen Truhe, Stufe 2, da kannst du ja auch ein 5er Steinhaut-Set mit rausbekommen. Und das kann man auch Free-to-Play bekommen. Und wenn du davon 2 hast, dann kannst du die nämlich durchaus auch ja, halt benutzen. Und dann halt auf dem 6er Steinhaut mit draufpacken. Also das kann man durchaus auch machen. Und ich finde auch hier diese Ehre-Punkte finde ich um einiges besser als hier diese kleinen Geschenke. Ich meine, jeder denkt natürlich darüber anders, aber ich hätte es anders gemacht, sag ich mal so. Gut, habe ich jetzt da schon reingeguckt gehabt, welches Level du da bist. Ich glaube, ich wollte da reingucken, bin aber wieder davon abgekommen. Ach nee, genau, ich habe schon reingeguckt, aber ich habe noch nicht so wirklich was dazu gesagt, glaube ich. Oh Mann, ey, auf jeden Fall bist du da auf Level 21, ist für diesen Machtbereich ziemlich gut. Da machst du auf jeden Fall nichts verkehrt. Darum hast du auch deine Helden auf Level 100 eigentlich im Grunde genommen schon eingemeißelt. Oder fast alle Helden. Und ja. Gut, also du möchtest natürlich demnächst bei den Wellen weiterkommen. Beziehungsweise bei den Dungeons.
Also für die Dungeons, da habe ich dir ja schon ein Team gesagt, da hast du im Grunde genommen schon fast alle Helden zusammen. Wenn dir bei den Dungeons nochmal ein bisschen der Damage fehlen sollte, dann kannst du natürlich statt dem Gargoyle oder den Walla Walla, kannst du einfach noch einen Sandabu mit reinnehmen, kannst du einfach einen Rudolf mit reinnehmen, man kann auch alternativ einen Kapitän mit reinnehmen, da musst du aber auch drauf aufpassen, weil manchmal macht er nämlich ein bisschen zu wenig Damage, weil da macht nämlich der Rudolf ein bisschen mehr Damage dann auch wieder, also musst du so oder so sehen. Und für die Wellen, das ist natürlich auf jeden Fall ziemlich nice, wenn du den Anubis mitnimmst, zusammen mit der Rose, ich meine, das ist ganz klar. Dann natürlich den Walla Walla, den muss man auf jeden Fall mit dazu nehmen. Dann auf jeden Fall den Sasquatch 1, 2, 3, 4. Hast du schon 4 Helden. Man kann alternativ vielleicht überlegen, ob man die Hüterin mitnimmt. Ist aber manchmal auch nicht so unbedingt gut, wenn zum Beispiel solche scheiß Taube dahin fliegt. Zu einem PD, der proggt dann hoch, oder zum Eros, der proggt dann. Und ja, dann ist eigentlich RIP, so im Grunde genommen. Oder wenn da halt ein Ele hinfliegt und an diesem halt die Energie auffüllt und dann proggt und dann, naja, sind alles so Sachen, da muss man ziemlich aufpassen. Jut, 4 Helden habe ich jetzt. Da muss auf jeden Fall der Michael mit dabei sein, ganz klar. Und ja, was hast du hier sonst noch so? Was hast du auf dem. Wenn du auf dem SK eine glühende Rüstung drauf hättest, dann könnte man überlegen, ob man den mitnimmt, weil eine glühende Rüstung macht ja auch so ein bisschen Flächenschaden und das braucht man nämlich auch bei den Wellen halt. Und dann kannst du natürlich auch überlegen, ob du den Gargoyle einfach mitnimmst. Ja. Also Anubis, Rose, Walla Walla, das sind so unbedingt die Helden, die man auf jeden Fall dabei haben sollte. Genauso wie den Michael, den sollte man auch auf jeden Fall mit dabei haben. Und dann halt ja den Gargoyle und was hatte ich denn noch gesagt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ein Held fehlt noch, ne? Achso, Sasquatch, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ja, und Sasquatch, genau. Sasquatch ist auch unnormal gut in den Wellen. Gut, dann würde ich sagen, war es aber eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Schon wieder ist gut. Einfach mal 42 Minuten. Ich hoffe, ich konnte dir ziemlich viele Tipps auf den Weg geben. Also, ich denke mal, da wirst du jetzt eigentlich kaum noch Fragen haben. Wenn du, wie gesagt, noch ein anderes Base Design haben möchtest, kannst du mich dazu gerne nochmal anschreiben. Das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Hat es jetzt sowieso schon. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr bis dahin zugeschaut habt. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir bzw. euch dann halt auch weiterhelfen und euch wertvolle Tipps geben, wie ihr halt in CC ein bisschen besser werden könnt. Oder bzw. konnte ich dir halt hoffentlich gut sagen, was für Helden du als nächstes hochziehen sollst und welchen Skill sollte man höher ziehen und wie auch immer. Das hast du ja alles noch gehört. Und ja, jetzt ziehe ich das Video wieder 1000 Jahre in die Länge. Ich bin schon richtig kaputt von dem Video. Oh Mann, ey, eine Dreiviertelstunde einfach mal gequatscht. Also wirklich vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao.